dann lass uns doch mal jetzt zum Thema Parkinson kommen. Mich würde mal sehr interessieren, Günther, wie war denn deine erste Reaktion, als du die Diagnose bekommen hast? Ja, das war erstmal eine ziemlich schlimme Angelegenheit, weil gar nicht sicher war, ob ich Parkinson habe oder nicht. Eine viel schlimmere Form von Erkrankung, die in kurzer Zeit zum Tode führt. Also, das Damoklesschwert des bald Sterbenwissens hing erstmal über mir. Und ja, wie bist du dann damit umgegangen? Ja, das will ich ja gerade sagen. Ja. Diese Diagnose hatte zwar mein damaliger Neurologe und muss fast sagen väterlicher Freund auch, Herr Dr. Putzig, dem habe ich da einiges zu verdanken, weil er in Krisensituationen genauso reagiert hat, wie es für mich wichtig und gut war und da etwas gut gemacht hat, was mein Vater niemals hätte vollbringen können. Also es ging mir am Anfang der Behandlung ziemlich schlecht und mein Glück war, dass ich ein paar Monate zuvor ein Computerprogramm entdeckt habe, mit dessen Hilfe ich Musik machen konnte. Ich habe ja Gitarristen, insbesondere E-Gitarristen, immer schon bewundert, was sie für Gefühle bei mir evozieren können. Und plötzlich, was ich mir niemals vorstellen konnte, konnte ich auch solche Töne selber produzieren. Ja, selber Gitarren, so wollte ich spielen. Ja, das war für mich das Allerhöchste. Ja. Und nicht nur eben Rockmusik, sondern ich merkte noch, dass ich mit klassischen Formen sehr gut umgehen konnte. Auf jeden Fall war ich sozusagen schon in die Klinik eingewiesen, weil die Medikation, die ich zu der damaligen Zeit bekommen habe, mir überhaupt nicht gekommen ist. Und dann habe ich ja etwas getan, was ich mit einem normalen, oder besser gesagt, einem durchschnittlichen Neurologen nie hätte tun dürfen. Ich habe die Medikation eigenmächtig verändert. Also wieder diese Art von Besserwisserei, wenn man so will. Aber das war doch erst später, weil da war Nein. Am Anfang, ja. Ja, das war das am Anfang. So. Und ich habe das dann, wie gesagt, ich war in die Klinik eingewiesen. Das habe ich dann Dr. Putzig auch telefonisch übermittelt. Und der reagierte auf eine Weise, die wirklich mein Erstaunen weckte. Und der hat mich auch gerettet. Er sagte, ohne mir auch irgendeinen nur geringsten Vorwurf zu machen, dafür hätte ich einen Preis verdient. Und das hat mich so berührt, dass es mich immer noch berührt. Also das war einfach großartig von ihm. Er hat genau das Gegenteil gemacht, was man sonst hätte erwarten können. Und das hat er nicht mit Überlegung gemacht. Er war auf der Beziehungsebene, wenn er darüber nachgedacht hat, nicht besonders clever. Aber das hat er intuitiv gemacht und total ins Volle getroffen, ins Schwarze. Und damit hat er mich gerettet. Naja, beides, deine Idee natürlich auch, die dann tatsächlich geholfen hat, nicht? Ja, weil er das eben begrüßt hat. Ja. Nicht nur sagte, wenn Sie weiter so eigenwillig und eigenmächtig handeln, kann ich Sie nicht mehr behandeln, was ja die durchschnittliche Reaktion eines Arztes gewesen wäre. Und er hat genau das Gegenteil gemacht. Und deshalb war es für mich so wohltuend. Und einmal habe ich dann auch solche Dinge musikalisch umsetzen können. Also, du kennst ja das Memento Mori oder das Stück über Sterben und so weiter. Und das waren alles musikalische Bewältigungsversuche. Mit diesen Gefühlen fertig zu werden. Ja. So. Und wir haben ja zusammen auch ein Stück ins Leben gerufen, meine Musik und dein Gesang mit meinem Text dazu, den du da singst.
Und das sollten wir vielleicht jetzt mal uns anhören, weil das was Entscheidendes in meiner Haltung zu diesem wenig erstmal beglückend anmutenden Erfahrungen in unserem Leben darstellt. Thank you.
du denn nochmal zusammenfassen kurz, was die Essenz ist jetzt von dem Stück? Ja, im Grunde ist die Botschaft, die ich da überbringen möchte, die, dass ganz egal, was uns widerfährt, wir keinen Gewinn haben, wenn wir uns darüber beklagen oder empören, wie übel uns das Schicksal mitspielt, sondern im Gegenteil, dass wir allem, was uns widerfährt, ihm nichts nachtragen. Eher im Gegenteil, in all dem, was uns widerfährt, das Gute herauszufiltern, das auch darin sich finden lässt. Und das gilt natürlich insbesondere auch für mein Verständnis von Parkinson. Parkinson ist ja im Grunde eine sehr progressiv fortschreitende Erkrankung. Und nach 25 Jahren Parkinson müsste ich schon längst im Rollstuhl sein und Masken auf das Gesicht haben und im Grunde von dem Leben ziemlich entfernt zu sein. Und dass dem nicht so geschehen ist, ist wohl der Auffassung geschuldet, dass Parkinson für mich etwas tun soll. Parkinson als Zugpferd sozusagen. Ja, genau. Mhm. Parkinson habe ich als Zugpferd verstanden. Das kam insbesondere dadurch zustande, dass ich infolge der Parkinson-Erkrankung große Schluckprobleme bekam, wenn ich etwas gegessen habe und ich gleich darauf etwas getrunken habe. Drohte ich in Ohnmacht zu fallen. Das konnte mitten auf der Straße passieren. Und das birgte natürlich die große Gefahr, dass ich jederzeit hätte sterben können. Mein Leben so umzugestalten, dass ich im Grunde mit jedem Tag, an dem ich gelebt habe, so gelebt habe, dass es mein letzter Tag hätte sein können, das hat mich ungeheuer angespornt. Und auch ein Gefühl, eine Fülle gegeben, die ich sonst niemals erreichen hätte können, weil eben Parkinson, das klingt ganz verrückt, ein sehr starkes Zugpferd ist. Es zieht dann das ganze Leben hinter sich her, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die atemberaubend ist, weil ich dann die Intensität und Intensivität meines Lebens deutlich steigern konnte. Und das ist wohl auch der Grund, weshalb ich immer noch gut arbeiten kann. Allerdings hält dir natürlich deine Frau auch den Rücken frei, also ohne das geht es natürlich. Ja, das ist ganz gewiss so, ja. Sozusagen, das hat sie eine Beziehung lang gemacht. Auch als ich an meiner Doktorarbeit schrieb, sozusagen Tag und Nacht, war ich sehr auf sie angewiesen und deshalb auch meine Widmung in meiner Doktorarbeit an sie. Ja, also ich denke, alle, die irgendwie mit Parkinson zu tun haben, werden das jetzt mit Interesse auch gehört haben. Günther, für diese anderen sozusagen Brüder im Falle Parkinson, wäre es interessant, wenn du noch mal ein bisschen genauer sagst, inwieweit du von der schulmäßigen Medikation jetzt abgewichen bist. Der normale Gang bei der Parkinson-Erkrankung ist ja, dass die Dosis stets gesteigert werden muss, wenn eben die Krankheit sehr progressiv fortschreitet. Was bei mir nicht geschah und als letzte, sozusagen als letzte Steigerung ist dann die Einsetzung einer Elektrode ins Gehirn geplant und dann wird auf diese Weise das Gehirn dann auch gesteuert, was für mich natürlich ein großes Übel wäre, wenn ich vermutlich mit der Steuerung wieder nicht zurechtkäme. Also ich habe die Medikation mutwillig, aber in Kenntnis von Dr. Putzig reduziert und immer wieder. Die Dosis von was? Von Dopamin. Mhm.
Das ist ja das Medikament, um das letztlich alles geht. Die anderen Medikamente haben ja im Grunde die Funktion, die Nebenwirkung auch möglichst zu reduzieren, woran ich sozusagen nicht gearbeitet habe. Die habe ich so im Wesentlichen belassen, wie sie waren. Nur das Dopamin, weil das führt auch zu Überbeweglichkeit, was aber mir mitunter sehr sichtbar ist. Also ich nehme meine dafür halt immer noch zu viel Dopamin und werde hier bemüht sein, das weiter zu reduzieren. Verstehe ich das richtig, dass du auch durch dein, ich sage mal, lustvolles Leben vielleicht die mangelnde Dopaminproduktion ausgleichst? So verstehe ich das. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das mit dem lustvollen Leben, das trifft mal den Nagel auf den Kopf. Ja, zum Schluss hätte ich doch noch mal so gern auf den Punkt gebracht von dir gehört. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Das ist für mich ganz einfach zu beantworten. Das möglichst gute Leben. Ja, aber was ist jetzt gut? Ja, all das, was für einen Menschen als gelingendes Leben betrachtet wird. Und dazu gehört bei mir eben, das Gefühl zu haben, für andere Menschen was Wichtiges tun zu können. Das ist unbedingt ein Sinn meines Lebens. Für andere nicht nur das Gutes tun zu können, sondern sie retten zu können, ihnen Glück schenken zu können. Und selber natürlich auch Glückserfahrungen zu machen, die auch sehr viel mit dieser Arbeit einhergehen. Also für mich hat es etwas sehr Beglückendes, Menschen retten zu können, aus größter Not sie in ein Leben zurückzubringen, dass für sie nicht nur lebenswert ist, sondern auch beglückend. Und das wiederkehrend sein Leben erfüllt eben mein Leben auch. Und auf eine ganz andere Art und Weise, wie es Philosophie hätte tun können. Also die Beglückung, die ich durch psychotherapeutische Arbeit finde, ist so groß, dass ich mir einen anderen Beruf gar nicht mehr vorstellen könnte. Also ich habe das gefunden durch Anregung meiner sozialen Umwelt, was mich ausmacht und was ich auch scheinbar gut kann und was mich total erfüllt. Noch eine letzte Frage, Günther. Was meinst du denn, braucht es minimal für ein lebenswertes Leben? Also das ist auch nochmal so ein bisschen für unsere Parkinson-Interessenten. Was würdest du da sagen? Die Haltung gegenüber Parkinson. Sagen, dass es nicht im Wesentlichen als schweren Schicksalsschlag betrachtet wird, von dem man sich nicht mehr holt. Und damit sozusagen das Leben mit dieser Diagnose im Grunde ins Abseits gerät und man nur noch wartet, bis das Leben im Grunde zu Ende geht, sondern dass man Parkinson wie alles andere als Herausforderung betrachtet. So nach dem Motto, ich werde es dir zeigen, mein lieber Parkinson, du wirst noch für mich arbeiten. Ja, Günther, dann danke ich dir sehr für das Interview und ich hoffe, Sie haben auch was davon gehabt und ja, wünsche dir weiterhin ein lustvolles Leben, Günther. Ich danke dir sehr für das Interview. Ich möchte dazu sagen, wenn ich sehr konzentriert rede, dann tendiere ich dazu, mich besonders stark zu bewegen und das ist für viele bestimmt befremdlich, aber das ist ein Ergebnis der Parkinson-Erkrankung, mit dem ich mich selten intensiv beschäftige, also meine Überbeweglichkeit, weil ich mich selber nicht sehe. Aber auf diese Weise bekomme ich mich selber zu sehen und ich werde versuchen, auch diesem Unfug eine Grenze zu zeigen. Ja, gut. Das ist sozusagen mein Schlusswort. Danke. Danke.